Dem Nachwuchs kann ich nur eins sagen, sucht euch Vorbilder. Und die Vorbilder sucht ihr nicht beim Herrn Photoshop oder beim Herrn HDR oder beim Herrn CGI, sondern ihr sucht euch ein Vorbild, egal aus welchem Jahrzehnt, und sagt, das ist meine Richtung. Das ist wirklich mein, das finde ich super. Also ich habe mich vorhin mit meinem nichten Kollegen, dem Artdirektor, unterhalten. Und der erzählt mir, er sagt, Henneker, du hast mal vor 20 Jahren Folgendes erzählt und da. Er sagt, was habe ich denn erzählt? Ja, dass du mal ein Bild gehabt hast und wegen dem Bild habe ich gesagt, ich will in die Werbung. Ich war Fotograf, aber Loser-Fotograf, Holstermöbel, irgendein Schwachsinn hat man halt damals in jungen Jahren fotografieren müssen. Nicht nur um zu leben, sondern das war's. Bis ich mal eine Anzeige gesehen habe in der Schweiz von der GGK Basel, damals die kreativste, was heute Jung von Matt ist oder so halbwegs. Und er hat dasselbe erzählt und sagt, Henneker, oder Dietmar, das ist so der Hammer, dass du auch so ein zentrales Erlebnis hast. Und das ist für die Jungen wichtig. Und nicht sagen, was ich immer sage, du sitzt vor deinem Apple, also du hast deinen digitalen Schuss gemacht und jetzt merkst du, es haut nicht hin, es fehlt noch was. Also was macht er? Schmeißt es in Photoshop und drückt, bei Apple geht es ja gut, Apfel-I. Und ich sage immer Apfel-I, ich hab keine Idee. Also dann drückt er drauf und dann kommt die Quarktasche und nun funzt er das Bild in kryptische Firlefanzhöhen. Und dann druckt er das auf und findet es rattenscharf. Nur wenn du die Ausgangsbasis von dem Bild siehst, war das nix.